Ja, liebe Freunde des Wiener Kabinettorchesters, mein Name ist Gerhard Blaboll. Ich freue mich, dass ich wieder eingeladen wurde, Wiener Kabinettgeschichten zu erzählen. Eine dieser Geschichten, die ich erzählen möchte, handelt ungefähr im Jahr 1980. Das war meine Studienzeit. Ich habe damals bei der Post gearbeitet und bin in der Mitternachtspause vom Fleischmarkt, wo ich Dominikanerpastei, wo ich gearbeitet habe, gerne ins Café Korb marschiert. Das ist dort Brandstätte Tuchlauben. Für die, die es nicht kennen, man geht so ungefähr 10 Minuten hin. Und während die anderen halt vielleicht ein Stamperl gekippt haben oder zwei oder drei oder Tischtennis gespielt haben oder tarockiert oder einen Bauernschnaps angerissen haben, bin ich dort hingegangen, weil im Café Korb ist ein bekannter Schriftsteller gesessen, der seinen guten Namen dazu verwendet hat, auch Texte anderer junger Autoren aufzukaufen und seinen Namen drunter zu schreiben. Einer dieser jungen Autoren war ich. Und ich bin dort gern hinmarschiert ins Café Korb. Und wenn ihm ein Text gut gefallen hat, dann hat er gesagt, na, bestell dir eine Melange. Und hat er ihm besonders gut gefallen, hat er gesagt, na, bestell dir noch eine Melange. Und das war meine Bezahlung. Aber es war für mich okay, denn ich habe mit wirklich guten, bekannten Leuten Kontakt gehabt, habe in die Literaturszene reinschnuppern können, in die Künstlerszene auch reinschnuppern können und habe eine ganze Menge für meinen jetzigen Beruf als Schriftsteller mitnehmen können. Eine dieser Geschichten im Café Korb habe ich in meinem Buch Das Leben bei uns erzählt und diese Geschichte heißt Wiener Höflichkeit. Das Leben bei uns ist echt erfreut aufgrund der Wiener Höflichkeit. Der Umgangston ist so diskret, dass man das sonst wo kaum versteht. Ich sitze im Café Korb und schreibe mir neue Texte aus dem Leib. Da höre ich so vom Nebentisch, Herr Hofrat, der ist völlig frisch. Den Kuchen sollten Sie probieren. Ich kann ihn sehr rekommandieren. Ich danke, Herr Regierungsrat, Ihr Ratschlag klingt mir sehr kommod. So geht es stundenlang dahin und ich bin stolz auf unser Wien. Na, ich denk, Beamte mit Niveau, die haben wohl da heute ihr Büro. Ich frag den Ober ganz dezent, ob er die beiden näher kennt. Der sagt, na klar, der gibt schon lang. Der hat einen Psychiatrieausgang. Das ist Wien. Ich wünsche Ihnen alles Liebe, liebe Grüße aus dem Kulturstall Markt St. Martin. Gesund bleiben, Gerhard Blaboll. Hinter am Bahnsteig oder am Auer.